Wir befinden uns mitten im Willkommen, also nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die teilweise noch dazukommen. Genau. Ich sage jetzt kurz ein paar Worte zum XR Hub Nürnberg und übergebe dann aber schon ganz schnell an den Julius, denn wir sind ja ganz interessiert daran, welche Inhalte es jetzt in dem Förderprogramm gibt. Julius wird es vorstellen in 20, 25 Minuten und danach für Fragen zur Verfügung stehen. Genau, der XR Hub Nürnberg, wer sind wir eigentlich? Einige haben schon Kontakt mit uns gehabt. Das sind wir vier Köpfe, die Julia Wittmann und Benjamin Uhlsammer. Also wir sind eine Person, eine Vollzeitstelle besetzen den XR Hub Nürnberg und sind tatkräftig unterstützt von Inchi Strauß und Markus Pietsch. Zur Organisation. Der XR Hub Nürnberg ist angesiedelt bei der NIC, der Nürnberger Initiative für die Digitalwirtschaft. Und daher kommt auch die Inchi, die ist die Geschäftsführerin der NIC und eigentlich in allen Tätigkeiten mit involviert, die wir machen. Wir werden unterstützt von der Wirtschaftsförderung Nürnberg, personell von Markus Pietsch. Gefördert ist unser Projekt vom Bayerischen Digitalministerium und wir sind Teil einer Initiative, die sich nennt XR Hub Bavaria. Das heißt, der XR Hub Bavaria ist an drei Standorten vertreten in Bayern. Nürnberg ist einer davon. Genau, unsere Ziele. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, regionalen Unternehmen der Branche einen vereinfachten Marktzugang zu ermöglichen, den Standort Mittelfranken überregional sichtbar zu machen, sind sehr stark fokussiert auf Netzwerkaktivitäten, den Austausch mit den XR-Unternehmen aus der Region, wollen das Netzwerk, das bestehende Netzwerk ausbauen, neue Projekte initiieren und dazu unseren Teil beitragen, die internationale Sichtbarkeit des bayerischen Ökosystems. XR-Ökosystems zu erhöhen. Wie machen wir das? Wir betrachten XR-Lösungen vor allem in folgenden Zielbranchen: Industrie, Automotive, Energie, Gesundheit und Pflege, Inklusion, Tourismus, Kultur, Games, Animation, Handel, Architektur und Design, Bildung und Marketing. Wer gehört denn jetzt zu unserem Netzwerk? Wir haben einmal eine Übersicht gemacht. Das sind ganz viele Unternehmen. Wenn sich jemand von unseren Teilnehmern heute dazugehörig gefühlt, sich aber noch nicht hier wiederfindet, bitte meldet euch, nehmt Kontakt mit uns auf. Wir sind sehr interessiert daran zu erfahren, was ihr macht, wo eure Interessen liegen und auch gemeinsam vielleicht was zu machen. Das Ganze haben wir zusammengefasst hier auf dieser Google Maps. Den Link bekommt ihr in der Präsentation, sende ich im Anschluss an die Veranstaltung euch allen zu. In Kontakt kommt ihr am besten mit uns über unsere Social Media Kanäle. Wir sind da eigentlich überall vertreten. Folgt uns, schreibt uns, wir freuen uns über die Kontaktaufnahme. Wir haben heute eine Veranstaltung zur Vorstellung eines Förderprogramms. In der nächsten Woche geht diese Reihe gleich weiter. Da werden wir das XR4ALL-EU-Förderprogramm vorstellen und haben im Oktober, am 13. Oktober, eine Veranstaltung zu XR in der Industrie. Und unser nächstes Netzwerktreffen für alle Interessierten findet Ende Oktober statt. Und wir freuen uns, wenn ihr da auf uns zukommt. Genau, unsere Kontaktdaten sind hier. Nehmt Kontakt auf und jetzt freue ich mich auf den Julius und werde mein Bildschirm freigeben für dich, Julius. Dankeschön. Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Julius Windhorst. Ich bin der Referent beim FFF Bayern für XR, für das Förderprogramm XR. Und ich teile jetzt mal meinen Bildschirm, dass alle meine Präsentation sehen können, die ich jetzt in den nächsten 20 Minuten vorstelle. Super, gut sichtbar. Gut. Alles klar. Jetzt auch los. So, ich stelle heute, wie gesagt, den neuen Förderbereich XR vor, den es seit Anfang diesen Jahres oder genau gesagt April diesen Jahres gibt. Es gab bisher eine Förderrunde im
Juni diesen Jahres und jetzt steht bald die nächste Förderrunde an im Oktober bzw. November. Ganz kurz nochmal, um den Begriff und auch das Förderprogramm ein bisschen abzugrenzen. Was bezeichnet Extended Realities und was wird gefördert? Extended Realities sind immersive Inhalte zunächst einmal in den Formen, Formaten Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality sowie auch reine immersive Soundprojekte. Die Projekte können natürlich auch interaktiv sein. Es ist so, dass der FFF Bayern bislang schon VR-Projekte im Rahmen der Film- und Games-Förderung unterstützt. Und diese Möglichkeit besteht auch in Zukunft weiter. Das heißt, 360-Grad-Filme wie auch narrative VR-Formate sowie Games, VR-Games werden auch in Zukunft in diesen etablierten Förderprogrammen weiter gefördert. Neu an der XR-Förderung sind eben diese weiteren Realitätsebenen neben VR sowie deren Inhalte und ein paar weitere Aspekte. Ganz kurz zum Verständnis auch für unsere Förderbedingungen, auf die ich nachher zu sprechen komme. Wozu fördern wir? Das überlappt sich so ein bisschen mit dem, was auch eingangs zum XR-Hub Nürnberg und den generellen XR-Hub-Programm oder Netzwerk gesagt worden ist. Natürlich geht es uns in erster Linie um den Standort Bayern und die bayerische XR-Szene. Wir legen aber auch den Fokus auf den Nachwuchs. Zum Beispiel ist eben das Programm auch offen für Studenten. Wir möchten diesen Markt, der ja noch recht jung ist, in seinem Wachstum vorantreiben und diese ganze, sag ich mal, Medienkulturlandschaft in Bayern um einen oder um mehrere Facetten erweitern. Genau, so, was können wir fördern? XR-Projekte können aus folgenden Bereichen kommen. Zum einen klassisch Unterhaltung, Kunst, Kultur. Dann können sie aber auch sozialen Zwecken dienen, also zum Beispiel der Förderung von Teilhabe. Sie können gesundheitlichen Zwecken dienen, also im medizinischen Bereich angesiedelt sein. Sie können im Bereich der Bildung entstehen, zur Wissensvermittlung. Sie können Trainingsanwendungen darstellen, also zur Förderung bestimmter Fähigkeiten durch eine spezifische neue User Experience beispielsweise. Und bei der Förderung haben wir immer den Anspruch auf, ich fasse es jetzt mal, komme da später auch nochmal genauer darauf zu sprechen, auf drei Kriterien. Natürlich Qualität, die inhaltliche Qualität, die Kreativität sowie die Innovation. Und da machen wir es etwas hauptsächlich an der User Experience fest. Die, oder beziehungsweise jetzt nochmal ganz kurz, bevor ich auf die Fördermöglichkeiten nochmal zukomme. Wie fördern wir mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss? Das ist eine gute Nachricht. Bislang ist die klassische Förderwege sind eigentlich bedingt rückzahlbare Darlehen. Hier haben wir es in diesem Pilotphase erstmal mit unsere Zuschüsse entschieden. Und der Topf für diese Förderung, also das Jahresbudget, beträgt momentan 450.000 Euro. So, jetzt auf die verschiedenen Phasen, in der wir fördern. Zum einen gibt es eine Entwicklungsförderung, die wir gleich immer bis zur Fertigstellung des ersten Prototyps denken. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Produktion zu fördern, also zeitlich nach dem Prototypen, sowie auch die Möglichkeit, die Kosten für die Präsentation auf internationalen oder auch nationalen Konferenzen, Messen, Festivals zu reduzieren durch eine Förderung. Ich gehe jetzt auf die einzelnen, auf diese drei Fördermöglichkeiten ein. Zunächst die Entwicklungsförderung. Fördern wir mit einem Zuschuss, der bis zu 80% der veranschlagten Kosten betragen kann, maximal jedoch 30.000 Euro, nicht mehr. Es ist ein Eigenanteil zu erbringen von mindestens 10% des Budgets. Und das Konzept, und dann gibt es zwei Fristen. Einmal, es gibt ein Konzept, das zu erstellen ist. Dafür hat man 6 Monate Zeit und letztendlich für die Fertigstellung des ganzen Prototyps sind auch 12 Monate einzuhalten. Die Produktionsförderung besteht aus einem nicht rückzahlbaren Zuschuss von bis zu 50% der Kosten, diesmal allerdings maximal bis 100.000 Euro pro Projekt oder Vorhaben.
Wir haben einen Eigenanteil wieder von mindestens 10%. Dieser Eigenanteil muss aber 2,5% aus Eigenmitteln bestehen. Eigenmittel bezeichnet letztendlich Geld, Bargeld. Was sind die Fördervoraussetzungen zur Verbreitungsförderung, also dieser dritten genannten Förderung, sage ich später nochmal was. Jetzt erstmal noch zu den Voraussetzungen. Die Antragsteller können natürliche oder auch juristische Personen mit Sitz in Bayern sein. Also juristische Personen sind Personengesellschaften, GmbHs, Vereine. Und es können, wie gesagt, auch Studierende an bayerischen Hochschulen Förderung beantragen. Ganz wichtig ist, dass das Projekt zum Antragszeitpunkt noch nicht begonnen sein darf und dass der Antragsteller oder die Antragstellerin im Besitz der notwendigen Rechte für das Projekt sein muss. Es ist ein Bayern-Effekt zu erbringen von mindestens 100% der Fördermittel. Als Bayern-Effekt bezeichnen wir letztendlich die Ausgaben, die in Bayern getätigt werden. Also wenn jemand jetzt 30.000 Euro Förderzusage bekommen und eine Förderung in Höhe von 30.000 Euro, hat er auch 30.000 Euro mindestens in Bayern auszugeben. Zu den inhaltlichen Voraussetzungen. Wie gesagt, wir haben den Anspruch auf inhaltliche Hochwertigkeit, also die Qualität, die Kreativität und die Innovation. Zur Innovation, da folgen wir im Grunde so ein bisschen in der Beurteilung der Frage, welche Relevanz XA für den Inhalt hat, also welchen Mehrwert konkret der Einsatz von XA-Technologien in dem Vorhaben bringt. Ja? Ist es ein Add-on oder ist es tatsächlich auch notwendig, um das umzusetzen? Wie ist die User Experience konkret ausgestaltet und inwiefern ist dieses Interface dann innovativ? Gibt es womöglich Alleinstellungsmerkmale? Das ist besonders wichtig in den Bereichen Training und Gesundheit. Da setzen wir das tatsächlich voraus. Dann verfolgen wir einen interdisziplinären Ansatz, hat natürlich auch mit dem Anspruch der Innovation zu tun. Die Expertise der Teammitglieder eines Vorhabens ist nachzuweisen in mindestens einer der Disziplinen. Storytelling, Dramaturgie, Pädagogik, Psychologie können natürlich auch andere Felder sein, aber diese seien mal definiert. Auch hier setzen wir das insbesondere voraus bei Projekten aus den Bereichen Training oder Bildung. Und nicht zuletzt geht es um das Kriterium der Skalierbarkeit. Auch hier bei Projekten aus den Bereichen Training und Gesundheit ganz wichtig. Die Skalierbarkeit soll nachgewiesen werden und es muss gewährleistet sein, dass ein Projekt, ein Produkt nicht, also auch allen Marktteilnehmern angeboten werden können muss. Das heißt, wir können jetzt nicht zum Beispiel ein Projekt im Bereich Automotive fördern, was von BMW in Auftrag gegeben würde oder hauptsächlich finanziert wird und dann auch nur zum Einsatz für BMW ist. Das sollte sich eigentlich von selbst erklären. Hinsichtlich der Förderprogramme, die auch nach wie vor existieren, Virtual Reality und Games, gibt es natürlich noch die Voraussetzung, dass wir Projekte im XA-Programm nicht fördern, die eigentlich in diese anderen Bereiche reingehören. Ja? Also zum Beispiel 360-Grad-Filme und narrative VR-Formate oder auch eben Games, digitale Spiele, sollen hier in diesem XA-Bereich nicht gefördert werden, denn dafür gibt es ja eben, wie gesagt, die alten Bereiche noch. Genau, jetzt, wie funktioniert das Ganze? Wie stelle ich einen Förderantrag? Natürlich ist sehr anzuraten, vor Antragstellung das Gespräch mit mir zu suchen, um einfach das Projekt sich mal anzuschauen, zu gucken, wie bereitet man das am besten aus, es kommen sicherlich immer bei dem Förderantrag auch konkrete Fragen, insbesondere was die Kalkulation, den Finanzierungsplan angeht, das können wir alles vorab klären. Natürlich, wie gesagt, der Förderantrag sollte vor dem Projektbeginn gestellt werden. Dazu gibt es zwei Einreichtermine pro Jahr für diese Entwicklung und Produktionsförderung. Die nächste Einreichung ist dann, also die Frist dafür ist vom 12. bis zum 26. Oktober. Innerhalb dieser 2 Wochen kann man die Anträge einreichen. Die Fördersitzung ist dann im November. Die Antragsformulare dafür sind auf unserer Website zum Download verfügbar. Der Antrag ist tatsächlich in 10-facher Ausführung zu stellen.
zweimal in Papierform und achtmal dann auf USB-Stick mit den digitalen Anlagen, wobei da auch das Antragsformular jeweils ausgedruckt dabei sein soll. Warum so viele? Wir haben eine Jury, die darüber entscheidet und die besteht eben aus so vielen Mitgliedern. Und um diese Frage auch noch vorwegzunehmen, warum ist das nicht alles digital möglich? Wir befinden uns aktuell in der Pilotphase und die Umsetzung quasi eines digitalen oder eines Online-Einreichportals kostet Geld und ist aber auf jeden Fall vorgesehen. Nur wir sind momentan eben auch noch einfach in der Anfangsphase dieser Förderung. Ja, die Präsentation oder das ist ganz ein neuer Aspekt hier bei XA ist die Darstellung und Präsentation des Projekts in Form eines Pitch-Decks. Das ist so ein bisschen aus der Startup-Förderung abgeguckt. Das heißt, der Antragsteller entwirft eine Projektpräsentation, die er dann auch vor dem Vergabeausschuss zu präsentieren hat. Das heißt, es gibt am Pitching am Tag der Fördersitzung. Auf diese zwei neuen Elemente gehe ich nochmal ganz kurz ein. Zum einen das Pitch-Deck. Das Pitch-Deck ist nichts anderes als eine Projektpräsentation und die Grundlage eben für das Pitching oder auch der Leitfaden ist im Grunde auch einfach das Herzstück letztendlich des Förderantrags. Soll alle wichtigen Informationen zu dem Projekt enthalten. Natürlich vor allen Dingen die inhaltlichen Voraussetzungen nachweisen. Ich habe hier mal ein paar Titel, sage ich mal, für die Folien aufgeschrieben. Das ist aber auch nur ein Leitfaden, das muss nicht so sein. Es gilt die Faustregel, dass das Ganze 10 Folien plus eben eine Titelfolie besitzen soll. Ist jetzt kein Fließtext oder so, sondern es soll kurz, prägnant und verständlich in Präsentationsform vorliegen. Das Pitching. Dazu noch ganz kurz, also hat man dann eingereicht, frist- und formgerecht, bekommt man die Möglichkeit, eben vor dem Vergabeausschuss sein Projektvorhaben zu präsentieren. Je nach Antragslage, das heißt je nach wie viele Förderanträge vorliegen, ist der zeitliche Rahmen eng oder nicht so eng. Letztes Mal war es tatsächlich sehr eng, das heißt die Präsentationen sollten tatsächlich sehr kurz und werden dann auch gestoppt, wie gesagt, sehr kurz durchgeführt werden. Ist aber alles eigentlich überhaupt kein Problem. Wichtig nach dem Pitching, es gibt auch noch eine Möglichkeit zum Q&A, was in der Regel genutzt wird, auch durch die Jury. Das heißt, da kann man noch mal Fragen beantworten, die beim Durchlesen des Antrags oder auch während der Präsentation gekommen ist. Und der Vergabeausschuss entscheidet dann letztendlich aufgrund von Antrag, aber auch dieses Pitches. Ganz kurz noch zum Technischen. Das ist ja auch, oder diese Details sind ja auch ganz wichtig für die Durchführung von Projekten. Wann gibt es dann Geld? Ja, Voraussetzung ist natürlich, dass die Finanzierung geschlossen wird. Das heißt, der Finanzierungsplan soll nachgewiesen sein. Das geschieht dann bei der LFA Förderbank Bayern. Dann gibt es die Hälfte des Förderbetrags unmittelbar nach der Förderempfehlung. Weitere 30% nach Projektvorschritt und Nachweis, zahlmäßigen Nachweis von der Kosten, von den Kosten bei der Bank. Und die letzten oder restlichen Mittel dann eben nach Abnahme des Prototypen oder der Produktion durch mich und der erfolgten Schlussprüfung durch die Bank, durch die Förderbank. So, jetzt komme ich noch mal abschließend zu der bereits eingangs erwähnten Verbreitungsförderung. Hier haben wir die Möglichkeit, eben Präsentationen von XA-Projekten auf ausgewählten nationalen und auch internationalen Festivals, Konferenzen, Messen, Ausstellungen zu fördern. Da handelt es sich auch um einen Zuschuss von bis zu 80% der entstandenen und anrechenbaren Kosten, sofern diese Kosten eben nicht vom Veranstalter selbst oder von Dritten übernommen werden können. Hier ist die Antragstellung jederzeit formlos per Mail an mich möglich. Dazu noch der Hinweis, also es handelt sich letztendlich so ein bisschen der Gedanke hinter dieser Art von Förderung ist, dass es in der Vergangenheit oftmals tatsächlich
Kreativen aus Bayern nicht möglich war, zu einem Festival zu fahren, obwohl es eine Einladung gab, einfach allein, weil die Reisekosten zum Beispiel zu hoch waren. Das wollten und da hier setzen wir damit mit dieser Förderung an. Hat gibt es natürlich auch ein paar Voraussetzungen. Klar, es soll nur Antragsteller mit Sitz in Bayern offen sein. Das zu präsentierende Projekt soll auch in Bayern realisiert worden sein. Idealerweise natürlich schon durch die XA-Förderung gefördert oder die VA-Förderung. Natürlich ist eine Einladung des Antragstellers notwendig. Und zwar nicht jetzt als Person, sondern im Zusammenhang mit einem Projekt. Das Festival, die Konferenzen, Messe, Ausstellung, was auch immer, muss eben durch den FFF als geeignet zur Verbreitung von XR-Projekten angesehen werden. Das ist einfach nochmal so ein Prüfungsvorbehalt, den wir uns vorbehalten. Genau, und die Auszahlung dieser Förderung ist, das ist vielleicht auch noch ein kleines wichtiges Teil, momentan so, dass es sozusagen im Nachhinein dann bezahlt wird, nach Vorlage der Rechnung. Das war's jetzt in aller Kürze von mir. Ich danke nochmal für die Möglichkeit, hier zu präsentieren und würde mich jetzt über Fragen freuen, sofern es denn welche gibt. Und meine Kontaktdaten seht ihr unten oder in der Präsentation nochmal angemeldet. Auch auf unserer Website. Vielen Dank.